Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tag aus Tag ein. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Kerstin und auf meinem Kanal dreht sich's um alles, was mich so Tag aus Tag ein umgibt und beschäftigt. Ich habe in letzter Zeit immer wieder Fragen von euch zu meinem Wasserkefir bekommen, sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram. Und ich habe gedacht, ich packe das Ganze jetzt mal in ein Video und erzähle euch mal, wie ich meinen Wasserkefir ansetze, was ich alles dazu verwende, was ich brauche, wie ich den dann schmackhaft mache mit der Zweitfermentation. Und ich hoffe, dass dann allen, die danach gefragt haben, alles klar ist und dass ihr euren eigenen Wasserkefir ansetzen könnt. Und ich schwätze jetzt auch nicht lang um den heißen Brei. Ich würde sagen, wir legen los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Vielleicht habt ihr ja schon mal was von Kefir gehört, vielleicht über eine Oma oder eine Bekannte, oder ihr habt selber den Milchkefir schon mal im Supermarktregal entdeckt und mitgenommen. Ich bin vor einer Weile darauf gestoßen über den YouTube-Kanal einer amerikanischen Bloggerin. Die hatte da was in der Caption stehen mit Kefir und dann habe ich erst gedacht so, ach nee, interessiert mich nicht so, Milch, da habe ich nichts mit zu tun, weil ich kannte bis dato nur den Milchkefir. Und habe mir dann das Video aber doch angeschaut und habe dann gesehen, wie die mit Hilfe so kleiner Kristalle sich ein Getränk angerührt hat. Und da war mein Interesse geweckt, da wir ja auch in der Ernährungsumstellung sind, habe ich mir gedacht, das muss ich mir unbedingt mal angucken, was die da selber macht. Und dann habe ich mich mal zu dem Thema belesen und habe herausgefunden, dass Wasserkefir eine ganz leckere probiotische Limo ist, die man einfach zu Hause selber machen kann. Und die ist unheimlich reich an Vitaminen, an Spurenelementen und an probiotischen Bakterien. Und diese Bakterien sind auch wahnsinnig gut für den Darm und fürs Immunsystem. Und weil man immer guckt, dass man gesund bleiben will, habe ich gedacht, okay, das probiere ich mal aus. Und habe dann ein bisschen recherchiert und habe aber leider nichts gefunden, wo man hier so im normalen Handel diese Wasserkefirkristalle kaufen könnte. Also habe ich dann mir welche online bestellt und habe mir dann diesen Wasserkefir mal angerührt und ich war total begeistert, was da für eine leckere Limo rauskommt. Und auch meine Männer waren total begeistert und ich habe dann so ein bisschen rumexperimentiert und ausprobiert. Und ja, seitdem mache ich regelmäßig unseren Wasserkefir selber. Was mich am Anfang so ein bisschen stutzig gemacht hat, dass man den Kefir mit relativ viel Zucker ansetzt. Aber ich habe mich dazu auch belesen und ein bisschen recherchiert. Der Zucker baut sich ja im Zuge der Fermentation ab. Und zum Schluss bleibt dann noch circa 3% oder bleiben noch 3% Zuckeranteil auf 1 Liter Wasserkefir übrig. Im Vergleich dazu ist jetzt bei ganz normalen Limos oder Süßgetränken, die man so im Supermarkt kauft, auf 100 Milliliter 10 Gramm Zucker. Also weiß man dann schon, dass hier nicht so viel Zucker drin ist. Es ist zwar immer noch süß, aber nicht so ein hoher Zuckeranteil wie bei gekauften Softgetränken. Und ja, das fand ich schon super. Und außerdem, man weiß, was da drin ist. Man kann das alles selber bestimmen und man hat da keine Farbstoffe, keine künstlichen Zusatzstoffe oder was sich noch manchmal noch so in den Getränken verbirgt, was man nicht unbedingt im Körper haben will. Was ich noch rausgefunden habe, ist, dass der Wasserkefir einen geringen Alkoholanteil hat. Der beläuft sich bei ungefähr 0,2 bis 0,5%. Das ist aber genauso viel wie in einem Traubensaft, wie in einem Apfelsaft, den man so kauft, in den frisch gepressten, die es manchmal so bei den Bauern gibt oder bei den Bioläden, diese Kartons, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, oder ja auch in Bananen oder überreifen Früchten. Und die isst man ja auch. Und es gibt dann eine Eselsbrücke. Je länger man den Wasserkefir fermentiert, also je länger man den stehen lässt, umso mehr erhöht sich der Alkoholanteil. Je kürzer man den fermentieren lässt, umso höher ist der Zuckeranteil. Und ich habe für mich festgestellt, circa 1 bis 2 Tage reicht für uns die Fermentation aus, dass man ein leckeres Getränk mit nicht zu viel Süße und auch nicht zu viel Alkoholanteil rausbekommt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich meinen Kefir so ansetze.
Alles, was ihr für euren Wasserkefir-Ansatz benötigt, verlinke ich euch unten in der Infobox, ebenso die Mengenangaben. Ihr solltet auf jeden Fall Wasserkefir-Kristalle haben, ganz klar, ein Gefäß oder ein Glas, wo ihr den Ansatz reinmacht. Ihr braucht ein Plastiksieb oder, wie ich es hier habe, ein Plastikdeckel mit Sieb, dann eine Haushaltswaage für den Anfang, ein Holzspatel zum Umrühren oder ein Holzlöffel. Ihr braucht Zucker, am besten Rohrohrzucker oder braunen Zucker, weißer Haushaltszucker geht auch, und ihr solltet ungeschwefelte Trockenfrüchte je nach eurem Geschmack zu Hause haben. Für meinen Wasserkefir-Ansatz bereite ich zuallererst die Zuckermischung vor. Ich nehme dafür Rohrohrzucker, ca. 60 Gramm. Man kann auch ganz normalen Haushaltszucker nehmen, wenn man den dann nur zu Hause hat. Ich habe halt nur den Rohrohrzucker, deshalb kommt der bei mir ins Glas. Und dann fülle ich das Ganze mit ca. 1 bis 200 Milliliter lauwarmem Wasser auf und rühre das um, damit sich der Zucker schön verteilt. Während sich der Zucker dann so langsam auflöst, nutze ich die Zeit meistens, um meine ungespritzte Bio-Zitrone zu schneiden, wenn ich welche daheim habe. Und bevor ich dann die anderen Zutaten einfülle, rühre ich nochmal um. Und dann nehme ich mit einem Holzlöffel, Plastiklöffel geht auch, nur Metalllöffel mögen die Kefirkristalle nicht so gerne. Dann nehme ich 30 Gramm von den Wasserkefirkristallen aus meinem Vorratsglas und fülle sie in das Zuckerwasser. Und dann kommen auch die anderen Zutaten dazu. Am Anfang habe ich mich immer strikt an die Mengenangaben gehalten und habe alles ganz genau nach Waage gemacht. Mittlerweile mache ich es nach Bauchgefühl und ich sage euch, es funktioniert auch. Also wenn ich dann die Kefirkristalle in meinem Glas habe, gebe ich 1 bis 2 unbehandelte Scheiben Zitrone mit dazu oder Zitronensaft, je nachdem, was ich da habe. Und dann kommen noch 30 Gramm ungeschwefelte Trockenfrüchte, wie zum Beispiel Feigen, Datteln, Rosinen, Aprikosen oder auch getrocknete Apfelscheiben mit dazu. Sind dann all meine Zutaten im Gefäß drin, gieße ich das Ganze mit kaltem Wasser auf. Ich habe gelesen, je kalkhaltiger das Wasser wohl ist, desto besser ist es für die Kefirkristalle oder für den Ansatz, weil die wohl den Kalk aus dem Wasser sehr mögen und dann noch besser fermentieren. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus, ich habe das nur gelesen. Auf jeden Fall rühre ich das Ganze nochmal um, dass alles bedeckt ist, und dann kommt bei mir ein Deckel drauf. Ich habe so einen speziellen Deckel mit integriertem Sieb. Ich habe mir damals dieses Set bei Lieblingsglas bestellt. Ich verlinke es euch gern unten in der Infobox, und mit dem Code TAGAUSTAGEIN bekommt ihr 12% Rabatt auf eure Bestellung, wenn euch das interessieren sollte. Ja, und dann heißt es warten. Ich lasse meinen Ansatz meistens so 1 bis 2 Tage stehen. Viele sagen, der soll an einem dunklen, warmen Ort stehen. Ich bin da eher so ein kleiner Rebell. Bei mir steht er auf dem Fensterbrett und die Fermentation hat bis jetzt immer geklappt. Es sollte auf jeden Fall warm sein, und man sieht daran, dass die Fermentation im Gange ist, wenn die Kefirkristalle so leicht hoch und runter steigen, also so ein bisschen schweben, und die Flüssigkeit anfängt zu pritzeln und zu sprudeln. Man kann dann auch mal eine Geruchsprobe machen und dann wird man merken, dass der Ansatz so leicht säuerlich riecht. Sind da circa 1 bis 2 Tage vergangen, dann kann man den Wasserkefir in ein gut ausgespültes, sauberes Bügelglas oder eine Bügelglasflasche umfüllen. Man kann den Kefir jetzt schon trinken oder man macht's wie ich und setzt die zweite Fermentation an. Dafür aromatisiert man, schwieriges Wort, den Ansatz mit gefrorenen Früchten, mit Tee, Kräutern, Säften oder worauf man immer Lust hat. Ich habe jetzt hier einen Granatapfelsaft genommen, der schmeckt uns nämlich besonders gut. Wichtig ist bei der zweiten Fermentation, dass man die Flasche oder das Glas, wo man die Flüssigkeit aufbewahrt, immer wieder gut entlüftet, denn es baut sich unheimlich viel Kohlensäure auf und die erzeugt einen Druck, der schon mal eine Flasche zum Bersten bringen kann. Also bitte darauf achten, dass man die Flasche immer wieder gut entlüftet. Ich lasse meine zweite Fermentation meistens noch so 1 bis 2 Tage stehen und dann kommt sie bei mir in den Kühlschrank und schon haben wir eine leckere, frische und spritzige Limo.
Die übrig gebliebenen Kristalle kann man dann gleich wieder nutzen, um sich den nächsten Wasserkefir anzusetzen. Ich pule dafür die Trockenfrüchte immer raus aus dem Glas und die Zitronenscheiben. Die Trockenfrüchte nutze ich meistens noch ein zweites Mal. Dann wasche ich meine Kristalle mit klarem Wasser einmal durch und fange das ganze Prozedere wieder von vorne an. Je nachdem, ob ihr allein seid oder mehrere Personen, könnt ihr auch gleich eine größere Menge von dem Wasserkefir ansetzen. Ich mache das manchmal in so einem 2-Liter-Glas und gerade im Sommer, wenn es warm ist, ist der Wasserkefir eine total herrliche Erfrischung. Den fertigen Wasserkefir kann man so circa 3 Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Aber ich sag's euch, ich habe da noch nie die Erfahrung gemacht, dass der bei uns so lange hält. Der wird immer innerhalb von ein paar Tagen ausgetrunken. Dann wollte ich noch was zu den Kefirkristallen sagen. Ich bewahre meine Kristalle in einem Glas, in einem Bügelglas mit Zuckerwasser im Kühlschrank auf und nehme mir dann immer die entsprechende Menge, die ich für meinen Ansatz brauche, raus. Mit der Zeit vermehren sich ja diese Kristalle. Und da müsst ihr mal gucken, ob ihr vielleicht Freunde oder Bekannte oder Verwandte oder Kollegen habt, denen ihr diese Wasserkristalle weiterschenken könnt. Es gibt, so wie ich gehört habe, auch Facebook-Gruppen, da kann man, wenn man jetzt keine Kristalle hat, mal nachfragen, ob die irgendjemand hat in der Nähe. Oder, was ich auch gelesen habe, was ich aber noch nicht ausprobiert habe, dass man die in Hackbällchen mitverarbeiten kann. Aber wie gesagt, da habe ich keine Erfahrung, da müsst ihr euch vielleicht nochmal belesen. Sodele, ich hoffe, dass ich mit meinem Video einen kleinen Einblick in die Zubereitung dieses leckeren, spritzigen Getränkes geben konnte und hoffe natürlich, damit all eure Fragen beantwortet zu haben. Ich glaube, ich habe auch nichts vergessen. Falls doch oder falls ihr noch irgendetwas wissen wollt, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Hat euch mein Video gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir als Dankeschön und Wertschätzung einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert auch gerne den Kanal, dann seid ihr immer auf den Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Für heute sage ich jetzt mal Tschüss und danke fürs Zuschauen.